Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Alter, ich bin K.O., Mann. Ich bin gestern Abend noch nach Hause gekommen, habe ich einen neuen Anime angefangen. Und ihr kennt es bestimmt. Eine Folge, dann noch eine Folge und dann noch eine Folge. Hab zum Glück nicht die ganze Staffel geschaut. Anime war Shield Hero. Gibt schon 13 Folgen oder so. Ich habe gestern erst angefangen, weil, ja, man kommt ja nie dazu. Aber gestern Abend dann doch endlich gegönnt und jetzt bin ich bei Folge 7 oder so. Hab nicht alles durchgesuchtet, aber ein paar Folgen mehr, als ich eigentlich hätte machen sollen. Keine Spoiler bitte. In die Kommentare. Ich kann nur sagen, Raftalia ist live. Auf jeden Fall anhand des Titels wisst ihr schon, worüber dieses Video hier handeln wird. Nur eine kleine Info heute, weil bis Samstag geht's raus. Bisschen zocken, Käfer-Event. Ich habe jetzt gestern meine Tickets gebucht. Also nicht die Tickets, sondern die Fahrttickets für Dortmund. Werde Donnerstag in der Früh hinfahren und Montag in der Früh zurück. Also bin ich sogar 4 Tage in Dortmund. Auch wenn ich kein Ticket bekommen werde, ja, werde ich einfach nach Dortmund fahren. Denke, da geht auch genug so ab und ja, einfach so hier Faninteraktion und dies, das bisschen in Dortmund zocken. Wird schon gehen, auch ohne Ticket, aber ich hoffe natürlich auf ein Ticket. Krasser Vergleich im Gegensatz zum vorherigen Jahr. Da weiß ich noch, da bin ich am Freitag hingefahren. Die Nacht durch, in der Früh im Park angekommen. Alter, das war heftig. Und Sonntag zurück, die Nacht durch, Montag früh in München angekommen, am Bahnhof und direkt in die Arbeit gefahren. Alter, ich war noch nie so tot. Also zum Glück war dort niemand Wichtiges an dem Tag, also in der Arbeit, weil ich war echt halbtoter Zombie. Alter, ich hab. Alter, wenn ich zurückdenke, Alter, das war echt so verrückt. Zum Glück war Mario nicht da, weil ich habe echt an dem Tag gar nichts gemacht. Auf jeden Fall gönne ich mir dieses Mal ein bisschen mehr Luxus und ein bisschen mehr Zeit. Und 3 Monate im Voraus gebucht, also die Fahrt war echt billig. Kann man sich gönnen, also wie gesagt, selbst wenn ich kein Ticket bekomme für den Preis, also 50 Euro hin und zurück mit ICE, also. Heftiger Preis. Also 60 Euro ungefähr, weil ich habe noch für Platzreservierung gezahlt. Bei 5 Stunden, 5,5 Stunden Fahrt ist schon eine Menge. Da will ich lieber einen Sitz haben. Und nachdem ich die Tickets gebucht habe, ja, da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich mich mal langsam um die Deutschlandtour kümmern müsste. Und da mal langsam irgendwas buchen oder planen müsste. Was die Deutschlandtour? Für alle, die mir regelmäßig zuschauen, vor allem in den Livestreams, die wissen Bescheid. Ich habe vor, wie Ash, wie ein verrückter Typ, einfach durchs Land zu ziehen und Pokémon zu spielen. Oder wie Ash sagen würde, wir streifen durch das ganze Land und suchen weit und breit, um das Pokémon zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie diese Idee entstand, aber ich dachte mir halt, wieso nicht? Ist mal ein Abenteuer fürs Leben. Manche gehen nach dem Abi vor dem Studium, also hauptsächlich irgendwelche Deutschen, gehen nach Südostasien für eine Backpack-Tour oder sowas. Und wir machen halt eine Backpack-Tour durch Deutschland und zocken Pokémon Go. Angesetzt ist ungefähr 3 bis 4 Wochen, also ich weiß noch nicht ganz genau. Ich habe jetzt ein bisschen was geplant. Es sind noch nicht alle Städte fest und ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich wo bin. Aber so ungefähr weiß ich schon und ja, das erzähle ich euch heute und dann könnt ihr mir noch ein paar Tipps geben. Auf jeden Fall zurück zum Abenteuer. Ja, das ist eine einmalige Sache im Leben. Ich kann es jetzt machen. Ich habe beruflich diesen Freiraum, diesen Spielraum, wo ich auch unterwegs arbeiten kann. Ich brauche nur noch einen krassen Laptop, mit dem ich dann unterwegs arbeiten und Videos machen kann. Und dann kann ich eigentlich überall arbeiten, wo ich will. Alter, das ist schon krass eigentlich. Was für ein Luxus ich habe. Und jetzt nicht nur YouTube-mäßig, sondern echt arbeitsmäßig, also meine echte Arbeit. Und das Ganze wird stattfinden jetzt im Mai, weil ich am 10. und 11. Mai in Schweinfurt bin. Da wurde ich eingeladen von der Vanessa. Die arbeitet für die Filme in Schweinfurt. Und am 9. Mai ist eben die Filmpremiere zu dem neuen Detective Pikachu-Film. Da wurde ich eingeladen und dann bin ich am 10. und 11. dort in Schweinfurt. Werde mir den Film dort gönnen, bisschen mit der Community dort raiden und was weiß ich. Fotos, dies, das, also ein kleines Treffen mit mir. Und das ist eigentlich der perfekte Startpunkt. Ein Stop davor wäre Nürnberg. Also München, Nürnberg, Schweinfurt. Vielleicht Regensburg irgendwo dazwischen. Wobei eigentlich habe ich nicht wirklich Zeit für Regensburg. Aber dort wohnt halt ein Kollege. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Könnte man besuchen. Ist übrigens, weil ich gerade über Animes rede. Alter, wieso habe ich das hier offen? Ist übrigens ein Anime-YouTuber. Heißt Anteiko. AKA der Lion und Dennis. Falls ihr Tokyo Ghoul oder My Hero Academia schaut. Könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen, der macht echt gute Videos. Ja, ein alter Kollege aus Yu-Gi-Oh! Zeiten könnte man besuchen in Regensburg, aber an sich Regensburg nicht allzu interessant. Wir gehen jetzt ungefähr durch, was ich so geplant habe, stopmäßig. Wie gesagt, München, Regensburg in Klammern, Nürnberg will ich auf jeden Fall vorbeischauen. Dann Schweinfurt, wie gesagt. Erfurt ist in Klammern, weil ich war schon in Erfurt zur Mac. Und wenn dieses Jahr wieder Mac ist, ja, werde ich vielleicht wieder in Erfurt sein. Deswegen nicht unbedingt so notwendig auf der Tour. Falls ihr irgendwelche Stops habt, dazwischen, die Sinn machen, die ich vielleicht übersehen habe, die Pokémon Go technisch gut abgehen oder nicht nur Pokémon Go technisch, sondern auch
Ja, wir machen auch natürlich ein bisschen Sightseeing. Irgendwelche interessanten Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche interessanten Stops, falls da irgendwas gerade läuft, irgendeine Messe, falls ihr einen krassen Dönerladen habt, krassen Bubble Tea Laden, irgendwie irgendwas, was mich persönlich vielleicht interessieren könnte. Ihr kennt mich ja eigentlich. Und da in der Zeit irgendwas stattfindet, kann man das ja vielleicht mit einplanen. Und natürlich irgendwelche Tipps, falls ich mal in eurer Stadt bin oder in der Nähe davon. Falls ihr sagt, hey Hong, da in der Stadt gibt es einen krassen Döner, check den ab. Könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, damit wir dort dann natürlich auch was zu tun haben. Nicht nur Pokémon Go technisch, aber auch Pokémon Go technisch. Falls ihr mir sagen wollt, hey Hong, dort in der Stadt ist ein krasser Spot, 20 Module oder so, musst du abchecken und so. Ich hatte ja mal dieses eine Video geplant, die besten Spots in Deutschland. Ich habe eine Menge Einreichungen bekommen, aber das war nicht ganz so, was ich mir vorgestellt hatte. Vor allem waren die großen Städte da nicht mit vertreten. Da kamen dann irgendwelche Spots, krasse Spots, aber irgendwelche Spots aus irgendeinem Dorf. Und das Video sollte eher so ein Reiseleiter werden. Falls man mal in der Stadt ist oder in der Stadt ist, ja, einfach die Top-Spots vorstellen, damit man weiß, okay, da kann man hin, da kann man hin. Weil viele fragen mich immer, Hong, München, was sind die Hotspots, wo kann ich hingehen, wo kann ich gut farmen? Und das wollte ich eigentlich mal im Plan, für jede Stadt so ungefähr, für jede größere, und da die Hotspots vorstellen. Aber wie gesagt, die Einreichungen haben nicht dem Konzept und meinen Vorstellungen entsprochen. Aber jetzt auf der Tour könnte ich das nebenbei so machen, ungefähr, wenn ich in der Stadt bin, dann den Hotspot zeigen. Natürlich muss ich erstmal den Hotspot herausfinden, und da kommt ihr ins Spiel. Könnt ihr mir gerne dann unten kommentieren, und ansonsten halt, was man dort alles machen kann. Und natürlich Kontakt zu der Community, falls ich mal dort bin. Ich bin ja einen Monat dort, also C-Day wird auf jeden Fall da reinfallen. Gestern wurde noch eine neue Mittagspause angekündigt, legendäre Mittagspause. Das heißt, dort wahrscheinlich dann in dem Monat, im Mai, also nächsten Monat, auch irgendwo eine legendäre Mittagspause. Die würde ich natürlich auch gerne nutzen. Irgendwelche Events natürlich, und dann im Mai das legendäre Pokémon würde ich natürlich auch gerne raiden. Also brauche ich natürlich Kontakt mit der Community, egal wo ich bin, um ein paar Raids zu machen. Also all das gerne unten in die Kommentare oder bei mir melden auf Instagram, Facebook oder Twitter. Ich habe auch natürlich viele, was heißt viele, paar Angebote bekommen bezüglich Übernachtungen. Muss nicht unbedingt sein, danke fürs Angebot. Ich würde mir natürlich irgendwo Hotel, Hostel, Airbnb oder sowas organisieren. Wie gesagt, muss noch alles geplant werden. Ich meine, falls sich irgendwas ergibt, könnt ihr euch gerne melden und dann erstmal kennenlernen. Und falls die Chemie stimmt, kann man mal schauen und drüber gehen, ob ich da ein, zwei Nächte bei euch verbringen darf. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, kein Muss. Also ich brauche jetzt nicht für jede Stadt, die ich gleich nenne, einen Übernachtungsort. Wir machen weiter. Leipzig, da war ich schon ein paar Mal, aber nur Yu-Gi-Oh! Spielen. Nach Leipzig würde kommen Dresden, dann Berlin, auf Berlin freue ich mich, dann Hamburg, auf Hamburg freue ich mich auch, dann Bremen, Hannover, also ich freue mich auf alle Städte, nur weil ich jetzt nicht sage, dass ich mich freue, heißt nicht, dass ich mich nicht freue. Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, und jetzt hier in dieser Ecke Dortmund, Düsseldorf, gibt es natürlich noch Duisburg, Wuppertal und so, diese Ecke, also die Stops stehen noch nicht ganz fest. Kann auch sein, dass ich da in Düsseldorf, Duisburg oder Wuppertal vorbeischaue oder was halt sonst noch da in Nordrhein-Westfalen in der Ecke alles am Start ist. Vor allem Dortmund jetzt mit dem GoFest, wenn ich beim GoFest eh 4 Tage dort bin, könnten wir Dortmund vielleicht streichen und dann eher ins Wuppertal oder Duisburg oder sowas gehen. Köln, Bonn, Frankfurt, auf Frankfurt freue ich mich, aber da war ich auch schon öfters. Stuttgart, die Stuttgarter sagen immer, wie klasse sie sind. Ich bin gespannt auf euch, Stuttgart. Ulm ist ein Fragezeichen in Klammern, weil kommt drauf an, wie lange die Tour dauert. Ulm ist nicht unbedingt so krass, aber liegt halt genau auf dem Weg zwischen Stuttgart und München wieder zurück. Weil München wäre der letzte Stop, Heimat. Ja, das ist so die grobe Tour. Mehr wird noch geplant. Und wie gesagt, ich muss noch herausfinden, wie lange ich wo bin, was es dort alles gibt. Ich freue mich über jeden Tipp, jede Information bezüglich eurer Stadt. Ansonsten könnt ihr mir gerne immer folgen auf Facebook, Twitter. Twitter, ja doch. Ich würde sagen, bei Twitter bin ich nicht so aktiv, aber während der Tour auf jeden Fall werde ich das auf jeden Fall immer posten. Und Instagram, da werde ich auf jeden Fall alles posten. Falls ihr mich irgendwo sehen oder abfangen wollt, ich werde das alles posten. Und ja, ich freue mich drauf. Wenn alles klappt, Alter, ich fahre einfach so einen Monat Pokémon Go zocken in ganz Deutschland. Wie verrückt ist das, Mann? Aber hey, sowas macht man nur einmal im Leben. Und jetzt passt eigentlich alles, dass ich das sogar machen kann. Also, wieso nicht? Wir sehen uns irgendwo in Deutschland, Leute. Das war's auf jeden Fall von mir. Ich freue mich über jeden Tipp. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.